Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge auf SK Fishing. Ich habe jetzt hier die My Fishing Box. Ich glaube, ihr kennt die bereits. Ich habe die schon mal aufgemacht, aber darüber kein Video gemacht. Viele von euch haben gesagt, dass ich darüber einfach mal ein Video machen soll, was denn genau drin ist. Ich werde euch jeden Köder nochmal vorstellen, auch nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Und zum Schluss werde ich euch den Gesamtpreis, den Gesamtwert, was die Box hat, auf jeden Fall auch nochmal ins Video schneiden. Viel Spaß! Übrigens nicht wundern, normalerweise wenn ihr die bei meiner Fishing Box bestellt, sieht die natürlich nicht so aus. Die sieht es nur so aus, weil die von Amazon ist. Deswegen die Verpackung. Hier immer noch ein paar liebe Worte vom My Fishing Box Team. Hier vom Balzer, irgendeinen nennt man das Flyer etc. Interessiert mich jetzt eigentlich auch eher weniger. Dann gepoppt wird nur am Wasser. Ein Sticker könnt ihr euch auf die Angelbox kleben etc. Dann, da wird man gleich überschlagen, ausschlagen von ganz vielen Ködern. So, jetzt passen wir auf. Wir haben hier einen Wobbler, den Slim Puncher von Siebel. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall ein richtig cooler Wobbler. Jetzt gerade, ich bin allgemein Fan von goldene Wobbler. Der hat jetzt hier 14 Gramm, ist auch echt schwer, muss man sagen. So einer war schon mal dabei in der My Fishing Box. Dann, oh, sehe ich schon was Geiles, was mich als Raubfischangler natürlich übelst freut. Ja, aber ich glaube gar nicht gesagt, ist natürlich die Raubfischbox von FZ. Ihr wisst alle, FZ ist eine mega geile Marke. Nochmal ein Wobbler. Ich finde das Ding überragend, sieht mega geil aus. Die Farbe hat so ein Forellendesign, ist so ein geriffelter Wobbler. Habe ich selber noch nie gefischt, bin ich auf jeden Fall echt mal gespannt drauf. Dann die obligatorischen, ja, wie nennt man die? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. auf jeden Fall kann man die auch essen, also sie sind auch aus Mais, irgend so eine Maispuffart. Kann man auch essen, heißt, ist auch nicht schlecht für die Umwelt. Dann ganz normal Gummiköder. Im Auge sieht man, dass der von Quantum ist. Ich persönlich habe den noch nie gesehen, finde aber die Farbe immer ziemlich cool. Das sollte man auf jeden Fall immer dabei haben. Dann haben wir hier noch einen Gummiköder. Von welcher Marke der ist, kann ich gar nicht sagen. Das würde mir jetzt auch nichts einfallen, woher das sein könnte. Ist gleich ein Chickhaken dabei, wie bei den meisten Gummiködern in der My Fishing Box. Dann geht's weiter mit etwas, was mich schon mal ankotzt. Denn dieser Köder war schon mal drinne. Und zwar genau das letzte Mal, als ich die My Fishing Box bestellt habe. Sowas finde ich immer kacke. Denn ich habe jetzt hier ein Geld bezahlt und bekomme genau das gleiche. Das ist ja eigentlich ein Köder, der letztes Mal auch schon drin war. Finde ich ein bisschen schade, aber der Köder an sich ist geil. Dann Lolli, ganz wichtig, immer mit dabei. Was haben wir da? Spinnerblättchen, auch ganz cool. Kann man hinten noch an die Gummifische hinmontieren. Von Jensi. Habe ich noch nie probiert, ist aber vielleicht auch mal was, was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Die dreht man nur einen Gummischwanz hinten rein, muss ich mal probieren. Dann der nächste Gummiköder, heute sind echt viele Gummiköder drin. Kann auch einfach nur, auf jeden Fall ist ein Aal-Gummiköder mit passendem Chickkopf dazu. Finde ich auch mega geil, die Teile. Gerade beim im Sommer zum Durchleiern, gut, jetzt ist mittlerweile Winter, aber trotzdem finde ich ein geiler Köder. Dann haben wir von Major Fish The Perch Candy. Den muss ich euch nachher mal in nahe zeigen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist so eine Art Languste. Oder wie nennt man das? Bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan von. Kann ich vielleicht mal verlosen, wenn ihr wollt. Aber ja, wem es gefällt. Dann zum Schluss sehe ich noch was ganz, ganz Großes. Wahrscheinlich der Hauptakteur
Und darüber freue ich mich mega, denn ich weiß nämlich genau, wie teuer der im Angelladen ist. Und den wollte ich schon immer mal ausprobieren, aber habe ihn mir nie gekauft, weil er extrem teuer ist. Und zwar ist es der Pike Shad. Der kostet im Laden, glaube ich, schon fast 23 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Kann mich jetzt auch irren. Tut mir leid, falls ich irgendwas gesagt habe, aber ich meine, der ist extrem teuer. Ich weiß nicht mehr, wie teuer, aber ich meine, der kostet irgendwie 20 Euro auf jeden Fall. Das ist alleine schon die Hälfte, was die Box gekostet hat. Deswegen an der Stelle ziemlich geil, freue ich mich mega drüber. Nice. Das war eigentlich auch schon alles, was in der Box drin war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ich sowas öfters machen soll, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich sowas öfters. Weil ich finde es cool, gerade wenn man nicht weiß, was man im Angelladen kaufen soll, man hat ein gewisses Budget zur Verfügung. Kann man sich so eine Box mal kaufen, da ist eigentlich alles drin für einen Raubfisch-Fan. Ihr seht es ja selber, manchmal hat man halt Pech, manchmal sind halt nicht so gute Sachen drin. Aber wie jetzt in meinem Fall habe ich mich mega über den Pike Shad gefreut, weil der ist wirklich sau teuer. An dieser Stelle danke fürs Zusehen und ich bin raus. Macht's gut. Ciao.